Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen zu diesem Grenzegangsgottesdienst, der uns durch seine Musik und durch die Predigt in die Zeit des Dreißigjährigen Krieges versetzt. Wir spüren nach, wie es Vogelbärbchen und Augustin ergangen ist und fragen, wie wir selbst rund 400 Jahre später auf diese auch heute aktuellen Probleme reagieren würden. Lasst uns zu Beginn miteinander singen und damit Gott, unseren Herrn, loben. Lobet den Herrn. Warum bleibst du so fern, verbirgst dich in Zeiten der Not? In seinem Hochmut quält der Frevler die Armen. Er soll sich fangen in den Ränken, die er selbst ersonnen hat. Denn der Frevler rühmt sich nach Herzenslust, er raubt, er lästert und verachtet den Herrn. Überheblich sagt der Frevler, Gott straft nicht, es gibt keinen Gott. So ist sein ganzes Denken. Zu jeder Zeit glückt ihm sein Tun. Hoch droben und fern von sich wähnt er seine Gerichte. Alle seine Gegner faucht er an. Herr, steh auf. Gott, erheb deine Hand. Vergiss die Gebeugten nicht. Warum darf der Frevler Gott verachten und in seinem Herzen sagen, du strafst nicht? Der Herr ist König für immer und ewig. In seinem Land gehen die Heiden zugrunde. Herr, du hast die Sehnsucht der Armen gestillt. Du stärkst ihr Herz, du hörst auf sie. Du verschaffst den Verwaisten und Bedrückten ihr Recht. Kein Mensch mehr verbreitet Schrecken im Land. Lasst uns zu Gottes Ehre singen. Thank you.
Starke werfen die Schwachen zu Boden. Wir suchen nach einem Helfer. Kyrie eleison. Auch in trüben Tagen suchen wir nach Liebe, nach dem Zusammenhalt in den Familien, nach den verlorenen Söhnen. Manchmal müssen wir lange warten. Christe eleison. Manchmal verstehen wir Gottes Wege nicht. Gott bleibt uns scheinbar fern. Es scheint, als seien wir allein. Wir bitten Gott um seine Nähe. Kyrie eleison. Lasset uns beten. Gott, deine Wege sind manchmal schwer zu verstehen. Aber wir sind noch nicht am Ende unserer Wege. Deshalb bitten wir dich, baue auf, was zerstört ist, heile, was krank ist, versöhne, wo Schuld ist, setze Grenzen, wo Menschen rasen. Du hast Geduld mit uns Menschen, deshalb führe uns deine Wege zum Frieden, durch Christus, deinen Sohn, unseren Herrn. Ich lese aus dem Römerbrief im 11. Kapitel. Lasst uns dazu erheben. Paulus schreibt: O welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes! Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege! Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass Gott es ihm vergelten müsste? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Wir hören auf Musik aus der Zeit des Barock von Heinrich Schütz. Herzlichen Dank. Thank you.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, das Vogelwerbchen ist ursprünglich ein Roman. Er wurde 1863 von dem Grünberger Lehrer Karl Glaser geschrieben. Er gab sich für diesen Roman den Namen Justus Treumund. 1952 wurde aus dem Roman ein Theaterstück, das beim Grenzegang in Wetter aufgeführt wurde. Das Theaterstück, die Bühnenfassung, hält sich an vielen Stellen recht genau an den Roman, aber muss ein paar Kompromisse machen. Der Roman hat insgesamt ungefähr 5 verschiedene Orte der Handlung. Das ist für ein Theater natürlich unmöglich, sodass die gesamte Handlung am Ende in Wetter stattfindet und nicht in Wetter, Battenberg, Grünberg und Hanau. Der Roman erzählt, wie Augustin, der Sohn eines Försters aus Wetterfeld bei Laubach, bei einem Brandanschlag auf das Forsthaus verschleppt wird. Der Förster, sein Vater, stirbt in den Flammen. Seine Frau Barbara beginnt danach ein unruhiges Wanderleben, um ihren Sohn Augustin wiederzufinden. Augustin kommt zunächst zu einer Familie von Zigeunern. Später wird er im Rathaus der Stadt Wetter durch den Bürgermeister Seibert Kroll erzogen. Dort lernt er die leibliche Tochter des Bürgermeisters, Gertrude Kroll, kennen, die vielleicht 10 Jahre jünger ist als er. Augustin geht in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges zum Hessen-Kasseler Militär und wird Offizier. Bei der Plünderung der Stadt Wetter 1636 bewahrt er die Ratsfamilie vor dem Schlimmsten. Die Tochter Gertrude kann nach Battenberg fliehen. Beim Militär kommt es zu harten Auseinandersetzungen mit dem Offizier Julian. Dieser hätte gern bei den Plünderungen mitgemacht, aber Augustin setzt ihm Grenzen. Der Krieg führt Augustin nach Grünberg und Laubach. Am Laubacher Hof ahnen einige, unter anderem der Wetterfelder Pfarrer Hirsch, dass Augustin der Sohn des Försters sein könnte. Schließlich kommt es zu einem Duell zwischen Augustin und Julian, in dem Julian den Tod findet. Vor seinem Tod versöhnt sich Julian mit Gott und mit Augustin. Bei diesem Duell wird die zufällig anwesende Barbara, das Vogelwerbchen, lebensgefährlich verletzt. Auf dem Sterbebett erkennt sie an einem Silberkreuz, welches Augustin trägt, dass Augustin ihr Sohn ist. Sie ist glücklich und sie stirbt ebenfalls versöhnt. Noch 10 Jahre, solange der Krieg tobt, wartet Gertrude auf Augustin. Als sich der Friede ankündigt, kehrt Augustin zu Gertrude zurück. Eine Hochzeit und ein Leben in Frieden werden möglich. Wir hören von der Plünderung von Wetter. Ich lese von der Plünderung von Wetter. Auf dem Platz vor der Kirche angelangt, wurde Augustin Zeuge der fürchterlichen Szenen. Ein Teil der fliehenden Bürgerschaft jeden Alters und jeden Geschlechtes hatte sich um das Heiligtum gedrängt, als ob sie hier Schutz finden könnten. Aber auch hier hatten bereits die schauerlichen Auftritte begonnen. Und aus dem Schulgebäude sowie aus den beiden Pfarrwohnungen hinter der Kirche auf dem Klosterberg erschallten die Stimmen der Klagenden, untermischt vom Gebrüll der gewaltigen Feinde. Links und rechts lagen einzelne erschlagene Menschen oder wälzten sich Verbundete, denen Stichwunden beigebracht oder Arme und Beine durchschlagen waren. Gerechter Gott, seufzte Augustin,
welch ein Gräuel der Zerstörung, welch ein Tag des Grauens und des ruchlosen Frevels. Und das tun unsere Truppen. Das sind die Schreckensauftritte von Wetter, die vom 5. Juni des Jahres 1636 an mehreren Tagen anhielten. In diesen Tagen wurde der Wohlstand des schon früher heimgesuchten Städtchens auf ein Jahrhundert hinaus vernichtet. Und so fragen wir uns selbst, welche Gewalt hat mich in der letzten Zeit erschüttert? Spüre ich die Frage, wo ist Gott? Wir nehmen uns einen Moment Zeit zum Nachdenken. Ich lese, wie sich Augustin den Plündern in den Weg stellt. Augustin bemerkte etwa ein Dutzend Musketiere, die mit geballten Fäusten um den Holzstoß standen und der unter dem Kirchturm loderte und die Augen gegen Himmel richtete. Von oben herab drangen herzzerreißende Hilferufe und viele Kinderstimmen. Vielleicht 100 Menschen, meist Frauen und Schulkinder, hatten sich die Treppe hinauf auf den Turm geflüchtet und die schwere Falltür zugeschlagen und verriegelt, damit ihnen niemand folgen konnte. »Ha, wir wollen die Fledermäuse schon herabbringen«, riefen höhnend die Kriegsknechte, indem sie eifrig Feuer schürten. Da flog Augustin unter sie mit erhobenem Säbel und rief: »Ihr Unmenschen, was tut ihr da? Sogleich das Feuer gelöscht oder ihr seid des Todes!« Und wie vom Donner gerührt, hielten die Mordgesellen inne und schauten den Rittmeister an, der ihnen in diesem Augenblick wie ein rächender Engel mit drohendem Schwert vorgekommen sein mag. »Keiner verlässt die Stelle, bis ihr weggeräumt habt«, donnerte die Stimme. Und überwältigt von dem Ansehen des gefürchteten Dragoneroffiziers, griffen sie zu, rissen die brennenden Bretter auseinander und zertraten die Flammen mit den Füßen, während mächtige Rauchwolken in die Höhe stiegen. »Nun geht eure Wege«, befahl Augustin, »und dankt Gott, dass er euch vor einer Mordbrennerei bewahrt hat.« Kenne ich Vorbilder, die sich wie Augustin der Gewalt entgegenstellen? Habe ich auch den Mut dazu? Ich lese, wie der Amtmann Benedikt Stamm in Battenberg mit seiner Frau Elisabeth und mit Gertrude über das Vogelbärbchen nachdenkt. »Ich weiß nicht«, fuhr der Amtmann fort, »was ich mit dem unglücklichen Geschöpf machen soll. Hat man je gehört, dass in dieser Zeit, die an Jammer und Plagen aller Art so reich ist, ein Mensch gar freiwillig Elend übernimmt und umherirrt in allen Ecken des Landes und sich dabei allen Entbehrungen und Gefahren preisgibt? Und das in solch hohem Alter? Sie hat einen festen Glauben«, entgegnete Gertrude zögernd und nicht ohne Schüchternheit. »Sie vertraut auf Gott, der sie schützt.« »O liebes Kind«, versetzte der Onkel, »das ist nicht Gottvertrauen, das ist Gottversuchen.« »Du urteilst nach dem äußeren Schein, lieber Benedikt«, warf Frau Elisabeth ein, »und solltest bedenken, dass wir die Herzen der Menschen nicht prüfen können. Wir sollten in unserem Urteil über die Unglückliche vorsichtig sein. Kann sie nicht auch als elende Bettlerin den Ratschlüssen des Himmels dienen? Auch sie ist ein Werkzeug in Gottes Hand, und zwar ein gebrechliches und schwaches. Aber Gott ist auch in den Schwachen mächtig. Ich möchte nicht hart über Bärbchen urteilen.« Welche Menschen
kommen mir eigentlich seltsam vor. Kann ich sie als Werkzeug Gottes sehen? Ich lese, wie Augustin an einem Silberkreuz seine Mutter erkennt. Meine Schwägerin, sagte Pfarrer Hirsch, ist eine unglückliche Mutter, die ihren Gatten, ihr Kind und alles sonst verlor. Das Kreuz mit dem Bild des Heiland war das Einzige, was ihr geblieben war. Darum trägt sie es noch sterbend auf der Brust. Das andere, das diesem glich, trug ihr Söhnlein Augustin um den Hals. Augustin bebte am ganzen Körper. »O, du gnädiger Gott«, rief er, als er die Sprache wiedergefunden hatte. »Ich trage es noch. Also ist das meine Mutter und ich bin ihr Sohn.« »So ist es«, bekräftigte der Pfarrer. Da wurde das Band gelöst, das Barbaras Zunge gefesselt hatte. »O, ich wusste, dass ich dich wiederfinden würde«, sagte sie mit brechender Stimme. Der gnadenreiche Gott hat seine Magd angesehen und mich mein Kind sehen lassen, ehe sich meine Augen für immer schließen. Er segne dich tausendfach, er segne dich. O mein Heiland, nun komme ich komme. Nun dankt ihr Haupt zurück, ihre Augen schlossen sich und die müde Pilgerin ging lautlos ein zur ewigen Ruhe. Gibt es etwas, was ich vor meinem Tod noch erleben will? Glaube ich an Wunder? Ich lese, wie Augustin und Gertrude zueinander finden. 2 Stunden später saß Gertrude an Augustins Seite im kleinen Oberzimmer. Ein frischer Abendwind trug die süßen Düfte aus dem kleinen Rosengarten zu den beiden herein. Der Bund ihrer Herzen war durch Wort und Handschlag besiegelt und Gertrudes Gesicht leuchtete verklärt. Freude, Hoffnung, alle glücklichen Empfindungen ihres Herzens waren ihr in einem langen, glückseligen Strahlen ins Gesicht geschrieben. Ihre Hand ruhte in Augustins Hand. »Ich hätte niemals gewagt«, sprach endlich Augustin, »dir früher meine Liebe und meine Hand zu bieten. Nun sind wir dem Frieden nicht mehr fern, und ich darf dir mit gutem Gewissen und in Gottes Namen ein ruhiges und sicheres Leben versprechen.« »Wie gestalte ich Frieden? Und kann ich lieben?« Das Jahr 1648 brachte Deutschland nach 30-jähriger Trübsal endlich den heiß ersehnten Frieden. Auch die hessischen Lande waren wie vom Würgeengel durchzogen. Wenn man den zeitgenössischen Geschichtsschreibern glaubt, waren auch hier hunderte Dörfer vernichtet, tausende Menschen umgekommen, Glück und Wohlstand der Überlebenden auf viele Jahre vernichtet. Die Kirchen und Schulen waren verödet, die Sitten verwildert, der Geist des Friedens aus den Herzen gewichen und die Bande aller Ordnung zerrissen. Die geistlichen Lieder aus jener Zeit gestatten uns einen tiefen Blick in die trübsinnige und fast verzweifelte Stimmung, welche die Menschen allseits ergriffen hatte. Damals dichtete Martin Rinkhardt: Vater unser der Elenden, willst du nicht mehr Vater sein? Soll denn nun dein Name auf Erden ganz und gar vertilget werden?
und dein Wille soll auf Erden nimmermehr erfüllet werden. Zuletzt aber schließt er mit der zuversichtlichen Bitte um Erlösung. Du hast über Hölle und Tod, Reich und Kraft und Herrlichkeit. Wer will die redlichen Männer tadeln, wenn sie in solch ruchloser und entsetzlicher Zeit in Versuchung gerieten, an Gottes Regiment zu verzweifeln? Amen. Wir singen von dem Lied 133, die Strophen 8 bis 10. Du, Herr, hast selbst in Händen. Guter Gott, wir bitten dich für unsere Stadt. Lass innerhalb unserer Grenzen Friede wohnen und dass alle, die hier leben, ihren Beitrag dazu leisten. Lass uns nicht verzweifeln, wenn wir Gewalt und Unglück erleben. Mach uns zu Menschen, die Böses mit Gutem überwinden. Lass uns an dein Reich glauben. Wenn weltliche Machthaber drohen, Kriege führen und Menschen unterdrücken. Mach uns sensibel für schwächere Menschen, lass uns freundlich sein zu Eigenwilligen oder Verwirrten, hilf uns, in jedem Menschen einen guten Kern zu suchen und zu finden. Die Ruhelosen auf dieser Erde lass Atem schöpfen. Die rastlos Suchenden führe an dein gutes Ziel. Die Heimatlosen lass Schutz und Willkommenskultur finden. Die Toten geleite in deinen ewigen Frieden. Solange wir aber auf dieser Erde leben, lass uns mit Glaube, Hoffnung und Liebe leben und den Himmel im Herzen tragen. Wir beten in der Stille.
Lasset uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Wir nehmen noch einmal Platz. Sie können daran gehen schon. Ich fange an. Folgendes ist bekannt zu geben: Die Kollekte, die wir am Ausgang einsammeln, ist heute zur Hälfte bestimmt für den Erhalt der Stiftskirche, in der wir gerade sind, und zur anderen Hälfte für die Arbeit der katholischen Kirchengemeinde mit Bedürftigen. Gott segne Gebende und Gabe. Liebe Gäste, ich möchte mich im Namen des Magistrates, aber auch des Vorstandes des Grenzergangs 2022 Wetter zunächst bei unseren Kirchengemeinden ganz herzlich bedanken für die Ausrichtung dieses traditionellen Grenzergangsgottesdienstes. Ich möchte aber an dieser Stelle auch meinen Dank sagen an alle Veteranen und alle Zugereisten, die uns bei der Ausrichtung dieses bis heute sehr, sehr friedlichen Festes unterstützen, die uns hier in der Stadt Wetter besuchen und die über diese Zeit des Festes unsere Gäste sind. Dafür meinen herzlichen Dank und ich wünsche uns allen weiterhin schöne Festtage und eine gute Zeit hier bei uns in Wetter. Dankeschön. Und zum Abschluss singen wir »Ich singe dir mit Herz und Mund«. Das letzte Lied und danach erheben wir uns zum Segen.
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und der Heilige Geist, gehet hin in Dank sei Gott dem Herrn. Das klappt nie wieder mal.